Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal jetzt rein ein Film, und zwar, muss ich ablesen, nicht, dass ich wieder falsch sage, Assassination Nation. Ihr habt euch Filme und Serien wieder gewünscht, ich bin halt nicht vorher dazu gekommen, durch den ganzen Stress hier zu Hause und so, und die Umstellung, aber es wird, ich habe die Listen fertig jetzt, ich werde noch ein Video machen zu TV und DVDs, da ist auch Assassination Nation mit bei. Ein Video zu Amazon und ein Video zu Netflix, sonst ist das einfach zu viel. Aber ich habe gedacht, ich mache so einen kleinen Auftakt, Assassination Nation, um euch den mal ein bisschen schmackhaft zu machen. Also ich hatte den Film so gar nicht auf meinen, auf dem Bildschirm an sich, und dann habe ich einen Trailer gesehen. Und dachte, der ist ja geil. Und dann habe ich mir jetzt zum Ende hin, nachdem ich den Film geguckt habe, ich habe ihn heute geguckt, also jetzt ist Samstag, ich habe ihn schon länger hier liegen, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Die Kleine, die Große, Termine und alle drum und dran. Ich bin nicht dazu gekommen, den vorher zu gucken. Ich gucke selten momentan was. Und einige Trailer, muss ich sagen, die ich mir jetzt im Nachhinein angeguckt habe, die verraten zu viel. Dann habe ich gedacht, Mensch, was kannst du verraten, ohne den halben Film zu verraten, aber Lust auf mehr zu machen. Und ich hoffe, das gelingt mir. Also wenn es euch gefällt, dann natürlich ein Däumchen wäre ein Träumchen. So, aber dass wir das Video nicht so lang werden lassen, fange ich dann gleich mal an. Es geht um eine amerikanische, also spielt in einer amerikanischen Kleinstadt, Salem. Salem kennt ihr alle von Hexenverbrechen. In dem Film ist wirklich eigentlich so gut wie alles drin, also der, Gewalt, Blut, Sex, Bitches, wie man sich gegenseitig hochstachelt und. Da ist unfassbar viel drin. Der geht um vier Mädels, wobei zwei nur so im Mittelpunkt stehen. Die anderen zwei sind, habe ich so das Gefühl, stehen eher so am Rand. Also von denen habe ich jetzt persönlich nicht so viel mitbekommen. Ob die jetzt nur Lückenfüller sind, weiß ich nicht, damit man halt eine Gruppe hat oder eine Clique hat oder was weiß ich, keine Ahnung. Es war ein geiler Film. An manchen Stellen habe ich gesagt, what the fuck. Da habe ich auch bei ein, zwei Szenen habe ich gedacht, und der ist nicht ab 18, der ist nur ab 16? Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber okay. Verdammt viel Blut. Und Gewalt, logischerweise. In dieser kleinen Stadt wird erst einer gehackt, dann wird noch einer gehackt. Ich kann nicht das verraten, wer gehackt wird. Na, erst der Bürgermeister und dann der Schulleiter. Und dann auf einmal, ich glaube, die haben es im Film gesagt, 17.000, glaube ich, waren das. Oder 17.000 noch was? Nee, ich glaube 17.000. 17.000 Bürger von Salem wurden gehackt. Und die intimsten Geheimnisse wurden preisgegeben. Das führt uns dann halt nochmal so vor Augen. Der gläserne Mensch, das hatten wir ja schon öfter in Hangouts. Früher wäre das undenkbar gewesen, was wir an Daten freigeben. Und heute ist das eigentlich normal geworden. Also wir sind einfach so, wir haben uns so in die Richtung entwickelt. Und der Film führt uns erschreckend, sehr erschreckend vor Augen, wo das aber hinführen kann, wenn Daten geleakt werden, die hätten nicht geleakt werden sollen und die intimsten Geheimnisse freiliegen. Wer mit wem fremdgegangen ist, wer wessen Schwanz im Mund hatte, wer wen begehrt, wer wen stalkt und Fotos hat und wer mit wem irgendwelche Fotos teilt und alles sowas. Und da tun sich Abgründe auf. Da tun sich richtig Abgründe auf. Und der eine oder andere würde vielleicht sagen, das wird überspitzt dargestellt. Weil da bühnen sich dann richtige Horden und wollen Gerechtigkeit. Da bin ich aber ehrlich gesagt anderer Meinung. Ich bin der Meinung, der Mensch ist sowieso ein Herdentier, das wissen wir alle. Aber ich denke mal, wenn einer muss nur dumm genug sein. Und zwei, drei müssen ein bisschen schwächer sein. Der stachelt zwei, drei Leute auf. Dann sehen die anderen, Mensch, das sind aber ein paar. Da muss ja was dran sein. Und dann schließen die sich an. Weil wegen Mehrheit und der Mensch ist halt ein Herdentier und der will immer irgendwo dazugehören und mitmachen. Auch wenn es einem nicht gefällt. Und das sieht man in dem Film. Einige haben da wirklich Probleme mit, machen aber trotzdem mit.
Ich will euch aber doch nicht zu viel verraten. Ich kann euch den Film echt nur empfehlen. Guckt euch den an, der ist wirklich geil. Wirklich extrem geil sogar. Wenn ihr den Film schon geguckt habt oder ihr den Film demnächst guckt, schreibt mir doch mal einen Kommentar, ob ihr den geguckt habt und ob er euch auch gefallen hat und ob ihr jetzt vielleicht den so auf dem Schirm habt und demnächst gucken wollt. Und dann, wenn ihr ihn geguckt habt, könnt ihr ja mal reinschreiben, ob er euch gefallen hat und ob ich da mal alleine bin mit der Meinung, dass manche Szenen wirklich hätten ab 18 sein müssen. Aber ich finde es ja geil, dass er ab 16 ist. Um Gottes Willen, das soll jetzt nicht Bashing sein und alles muss ab 18 sein, um Gottes Willen. Aber ich war da schon an manchen Stellen sehr verwundert, dass der nicht ab 18 ist. Psychisch finde ich auch manchen Situationen echt verstörend, wenn die Weiber sich da untereinander unterhalten, wo man sagt, Gott, Amerika ist doch prüde. Und auch wenn die sich da gegenseitig zu der Gewalt aufstacheln, finde ich das auch teilweise erschreckend realistisch. An sich ein richtig gelungener Film. Also der hat ein paar Elemente, hat da, wo ich sage, naja, das hätte man vielleicht besser machen können. Mit den Mädels und ein bisschen, der Direktor, der kommt dann halt einmal kurz, ein bisschen kurz vor. Da hätten sie ein bisschen mehr drauf eingehen können, weil der kommt dann gar nicht mehr drin vor. Da hätte mich schon interessiert, was aus dem wird. Und das sind halt nur so ein paar Randfiguren, wo ich sage, da hätte ich trotzdem gerne noch ein bisschen Tiefgang, ein bisschen mehr zu erfahren. Aber sonst hat mich der Film sehr überrascht und ich fand den wirklich sehr gut. Ja, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Däumchen, wer ein Träumchen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr ihn gesehen habt, wie gesagt, ob er euch auch so gefallen hat. Und ich werde jetzt gleich noch Filme, Serien, DVDs und so machen. Versprochen ist versprochen. Ich habe ja gesagt, das mache ich, sobald ich Zeit habe. Und jetzt ist ein bisschen Luft und deswegen, jetzt ist es soweit. Ich bin dann mal weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.